Und jetzt. Wenn ich dir noch was dazu kaufe, also dir, mir, also geht erst ab da, dann nützt es uns ja da auch nichts. Also wenn wir mal etwas absenken. Ja, nützt ja nichts. Wir müssen ja. Wir müssen ja dann schnell erstmal was bauen, ja. Damit wir Geld einnehmen können. Können wir jetzt bauen, bitte? Jetzt passt er da immer noch nicht rein. Mein Geld geht weg. So. Aber jetzt bitte, ja? Ach, jetzt haben wir bestimmt. Jetzt haben wir für das Ding selber nicht mehr genug Geld. Jetzt können wir es vielleicht bauen, aber das Geld reicht nicht. Siehst du? Okay, es passt aber auf jeden Fall erstmal dahin. Es passt schon mal dahin. Dann können wir hier einen Verbindungsweg bauen. So. Was hat er gezeigt? Was war das? Jo, das kommt wie gerufen. Gerne, gerne. Gerne. Weil wie gesagt, wir müssen den Platz hier wirklich optimal ausnutzen. Sonst wird das gleich so teuer. Märchenland, hallo. Und jetzt hör auf mit Märchenland Quatsch. Was ist das für ein Blödsinn? Weg. So. Das nützt ja nichts. Muss doch. Forschung muss laufen. Die Forschung muss laufen. Ach, da sind ja noch alte Wege. So. Und Bänke wollte ich doch, hatte ich doch versprochen, wieder hinzustellen. Guck, man kriegt da hier. So, hier zwischen. Man kann da und hier. Hier kann eine hin. So. So. Da hinten.
Wurzbecker ist defekt, jo. Denke. Hey, er lässt kotzen. Warum denn? Warum den kotzen? Ihr seid aber empfindlich, ey. So. So, du bleibst immer gleich. Und bleibst du mal gleich hier. Dann hast du einen neuen Bereich gefunden. Nur für dich. Aha. Okay. Ist der nur an oder aus? Aus wurde erst gesehen. Oh, komm her. Sorry. Eifer des Gefechts. Im Eifer des Gefechts nachher hätten wir uns gewundert, warum du keinen Rasen mehr, keinen Fußweg fegst. Ach, direkt vor die Nase setzen. Naja, okay. Das kann natürlich Grüppchenbildung werden. Wie gesagt, sind ja nicht die letzten Wege bzw. auch Aufgabengebiete. Wie sieht es denn platzmäßig aus? Was haben wir denn? Hier vorne ist doch auch noch Platz.
Einmal hoch, glaube ich. Einmal hoch und dann gerade, ne? Einmal hoch und dann gerade. Jo. So. Geisterhaus, 1 Euro. Geisterhaus, 1 Euro erstmal. Und die 20 Minuten und Abmarsch. Stromschnellen. Ja gut, Stromschnellen ist aber 1840. Ja. Okay. Also nicht jetzt soll das heißen, ne? Nicht jetzt. Das komische Haus. So. Erledigt. Erledigt. 20 Minuten und auch erstmal 1 Euro. Ich sage erstmal 1 Euro, dann 60 und dann 20. Wir müssen ja irgendwas haben, wo wir die Leute mit unterhalten oder fesseln können. Kutsche haben wir schon. Oh, hier ist doch noch was. Hier ist doch noch was. Die können auch noch. Die sind doch auch sehr schön. Die passen doch noch. So. Ich muss den Ausgang umbauen. Ich muss den Ausgang dahin bauen. Sonst haben wir hier ein Viereck. Das wollen wir nicht haben. Ein wie sagen wir, Klümpchenbildung? Ne, Klümpchen. So, nun guck mal her, mach doch mal jetzt. So. Euro. Okay, Euro 20. Ich will nur überlegen, ob ich doch nicht in unser kleines
kleines Wasserbäckchen da, was wir da haben. So ein bisschen Ruderdings reinbaue. Aber dafür haben wir ja kein Geld. Was kostet hier Ruder? Halt hier. So. Nee, du bist aber lang, wa? Ja, ist schon. Ich kann auch nicht umbauen. Nützt nichts, bauen wir selber. So. So. Lass mich mal so rumbauen, damit ich so, der kann ja ruhig da außen. Hey, du bist aber teuer, wa? Ja, so richtig schnell kommt aber kein Geld rein. Ne? Oh, 300 Schulden. Exotisch schon wieder. Sind die Scheiße schon wieder? Ja, okay, wer es mag. So, im Moment habe ich sowieso kein Geld, also gehe ich mal schnell auf Toilette.